Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK Survival Evolved mit mir No Gaming und den Phoenix. Guten Tag. Und ihr seht hier gerade bei mir unsere schöne Base. Da wurde eine chinesische Mauer gebaut von einer Person. Von einer. Oder, ja, oder zwei. Oder aber es ging ziemlich schnell. Ich kam hier online und habe mir gedacht, okay. Das ist ja eigentlich noch gar nichts. Die Wand war eigentlich ja genauso so hoch wie das BM-Motor, wie da. Ey. Puh, da also, muss ich halt nicht weiter, ne? Aber dann hatten wir das alles schön aufgebaut. Und dann kam die böse Überraschung. Namens Admin, der ist nämlich gestorben. Die Turrets von uns haben den abgeknallt. Und wie ihr bei mir gerade auch schon sehen könnt, ist kein Dino mehr hier, außer jetzt der Drache, mit dem ich hier chille. Und alles noch abbaue. Die Admins haben zu weit gesagt, wir hätten zu weit am Spawn gebaut, was uns eigentlich klar war, aber wir haben versucht, das irgendwie hinzukriegen, nur hatten und deswegen seht ihr hier jetzt bei mir die neue Base. Es sind schon die Drachen in einem Glied, das ist der Empfang. Ah, der Empfang. Sollen wir die Penis hier lassen, die Flaggen? Ja, ne? Ja, die Flaggen kannst du da lassen. Ich mal hier einfach neue Penisflaggen. Und hier unseren Metallklotz. Ja, wir reißen das schon mal ab hier. Die neue Base. Und beim nächsten Mal, oder beziehungsweise gleich am Ende, denke ich mal, wenn wir ein bisschen noch durch die neue Base watschen, was wir da so gebaut haben. Und ich muss jetzt erstmal zur alten Base. Das ist diesmal keine Baufolge, sondern eine Abrissfolge. Das lag sogar, wenn da so viele Wände gleichzeitig kaputt gehen. Das sind, glaube ich, 13 oder 14 Wände übereinander. Boah, das hatte ich gerade hier ein Leck. Das habe ich beim Abreißen. Heftig. Ich hatte gerade Standbild. Scheiße. Boots. Ey, reiß doch nicht so viel ab, warte. Fällt auch eine Stunde nach. Ich will das auch sehen, ich bin auf dem Weg. Ich muss mich hier durchkämpfen, durch die Wildnis. Boah, Splash. Ja, das innen drinne sehe ich gerade, die Struktur von innen drinne vom Stein ist die Wand in kleiner irgendwie. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Die Wand in kleiner? Hätte nicht schöner machen können. Das Material von der Mauer innen drinne, wenn die zerstört wird und so, weißt du, dann sieht irgendwie komisch aus, wie kleine Ziegelsteine, weißt du. Was bist du denn? Warte, gleich. Ach, der Empfang reißt da auch ab, ey, deswegen ist das hier so alles komplett am Lenken. Überall sind diese Strukturen herumklingen. Ey, warte, nicht so viel abreißen, Mann. Ich hab da noch was dabei. Metallbase ist doch noch da. Ja, aber die geht nicht mit einmal kaputt. Ja, dann, ja doch, das sieht lustig aus, komm. Ja, und ich glaube, dann bringen wir das Spiel mal bei uns zum Abstürzen hier, komm. Komm. Warte. Baldik. Los. Hallo, Fallschirmjäger. Ach, kommt der schon wieder mit dem Fallschirm? Wo ist denn der? Hier, ich bin gerade hier mit dem Fallschirm gelandet. Ich mag den Fallschirm, der ist schön. Vor allem kann man im Fallschirm noch, wenn man damit rumfliegt. Wo ist der gelandet? Sag mal, ich bin hier. Ich bin hier schon am Tor. Ich bin hinter dir gelandet. Oh. Yes. Das ist zum Thema Abriss. Oh. Komm mal her, kommt, stellt euch hierher. Okay. So. Mal gucken, ob das gleich funktioniert. Was? Gucken, ob ich einen Screenshot machen kann oder so? Okay. Kannst du? Der Abriss. Ja, bestimmt. Mach mal. Ich drücke jetzt bei 3, 2, 1. Jetzt. Boah, Alter, die ganzen. Ah, die anderen sind aber auch voll beschädigt jetzt. Ja. Boah, das C4, das will ich jetzt nicht dafür benutzen, weil das gehört nee, das. Unsere. Aber hier, das müssen wir raiden. Ist auch schon schwarz geworden. Ja. Schwarz. Warte mal. Boah, wie das so in sich zusammensackt. Ja. Oh, ich bin überladen. Hilfe! Ich hab zu viel Gewicht. Boah, ich höre nur als Knall, Knall. Boah, das sind aber noch viele Wände. Ich dachte, das wären nicht mehr so viel. Oh, jetzt leckt. Boah, Alter. Ich finde, wenn die Strukturen zusammenfallen, ne, das zieht, ne? Mhm. Boah. Das ist krass. Er ist recht, weil da so viele übereinander sind und alle gleichzeitig dann runterfallen. Dann reißen hier noch ein paar Leute ab. Boah, ey, das. Oh, böse, ganz böses Foul, Alter, wie die ganzen Mauern so in sich zusammensacken. Ja. Alter. Aber die Penisse können wir ja stehen lassen. Ja, die bleiben auf jeden Alter Fall. Alter Schwede. Nee, das. Boah, das läuft gerade wie auf so einem, keine Ahnung, Game Boy Color oder so.
Wer den noch kennt. Ich gehe mal hier hin, hier sind nicht so viele Wände. Jetzt hier sollte glaube ich, oder? Ja. Stehe ich auf einmal wieder hier hinten. Leute, Magic, von Weitem. Kind of. Ach du Scheiße, ich bin schon wieder komplett überladen. Das Problem habe ich zum Glück nicht. Aber hier geht das, hier leckt das nicht bei 4 Wänden, aber bei 13 übereinander. Da fängt das richtig an. Ja, wir müssen halt die Base jetzt abreißen. Am besten ist, man guckt nur nach unten und nicht auf die Struktur direkt. Dann so, so. Nee. Ach du Scheiße. Ich hab sowieso nur eine Mauer an. Was, eine Mauer? Was? Okay, mein Drache ist voll, da kann ich nicht. Nimmst du die ganze Scheiße mit? Willst du mich verarschen? Stein und Holz nimmt man da nicht mit. Da ist ein Dreck weg. Bestimmt jemand gleich. Warum haben wir keine Steine? Warum haben wir kein Holz? Ja, wir haben das Mammut und den Deodicus da stehen für was sammelst du dann das Zeug hier rein? Willst du, also ehrlich, Empfran. Du bist ein Scherzkeks, ey. Das macht öfters mal, ne? Aber das ist wirklich lustig. Das ist ja auch bei dir, bei dieser einen Folge, wo du die Wasserbase gebaut hast. Da sieht man das ja auch. Und hier ist das Steinzeugs im Wasser. Und das sieht so richtig aus wie dieser Stein, der auch im Wasser liegt. Also so schimmernd, gräulich, schwarz. So dunkel, ne? Auch. Das ist schon krass. Aber. Auch hier haben sich irgendwie alle Steine. Finde ich sehr schick. Dass das jetzt wirklich so. Hier Frame Drops macht, also der Nachhalten ist krass. Ja, bei mir sind es gerade 9 gewesen. Krass, ne? Beim Abreißen 9 FPS in Arc. Das ist ja beim Laufen eigentlich so ein Problem. Ja, manchmal braucht er auch eine gewisse Zeit, wenn das Ding lädt. Aber Abreißen ist ja echt krass, also. Die Mengen, das ist das Problem dabei. So, die ganze Seite da ist abgerissen. Normalerweise könnte das eigentlich der Admin selber machen. Ja. Wir sind schon umgezogen. Reiß ab. Rein theoretisch gesehen eigentlich schon, oder? Finde ich auch. Also, ja, das schon. Ja, komm, also so übertreiben müssen wir jetzt auch nicht. Ich meine, wie viel Metall haben wir da in der Base schon wieder liegen? Willst du mit dem ganzen nie genug haben, Marc. Nie genug haben. Einmal auf den Berg hochgeflogen und voll gemacht. Quetzer ist ja auch wieder da. Ja. Der Verschollene. Jetzt haben wir die Metallbecher verstehen lassen. Kein Bock, die abzureißen. So als, keine Ahnung, Festung einfach mal so Unterschlupf für Nomaden. Für Nomaden? Ja, die Pflanzen. Die sich da mal reinlegen können oder was? Schlafen. Ja. Ob das so ist. Ich lock mich jetzt da ein, dann liegen die alle da drinnen und sammeln sich durch. Und dann kommt da einer und macht sie alle kaputt. Weil die nichts bauen können hier. Boah, ist das viel, ey. Ja. Wer hat denn das alles hier hingebaut? Welcher Wahnsinnige. Krass. Ich hätte nicht so viel bauen sollen mit dem Empfeier, mit dem Lupus zusammen. Ja. Das war ein Fail. Ja, hätte den noch ein bisschen gewartet. Ja, hätte. Aber war mir ja eigentlich klar. Es war mir ja klar, dass der Admin irgendwann mal kommt und sagt, nee, Ella Beach, aber dass das jetzt so schnell kommt, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ein Giga, hätten wir einen Giga, ich weiß nicht, hätte das abreißen können. Ja. Auch unsere eigenen Strukturen? Nee. Ja, das ist schlecht. Ja, wir hätten vielleicht die von Are You Friendly fragen können, ob sie uns mal ihren Giga leihen und mal hier alles wegbeißen. Weiß die weg. Musst du mal mein Inventar lernen, das ist. Ha, das war nur ein Hinterhalt! Ja, genau. Du einen so raus, weißt du, so. Ja, und dann knallst du den oben drauf ab und dann mit den ganzen Tools und so die Drachen, zack, geht er weg. Einer versteckt sich im Dingens, macht den Fabricator, den Generator kurz aus. Und sobald er hier drin steht mit seinem Dingen, so Generator wieder an, bam, weg.
Ja, so langsam läuft's wieder besser. Wenn das jetzt weg ist. Ja, schon besser. Ja. Es läuft wieder richtig gut. Ja, ne? Aber das ist noch. Ja, keine Ahnung, was wir damit machen. Ich habe auch keine Ahnung. Man sieht. Oh. Ja, liegen ja noch Leute von uns. Achso, du bist schon durchgerannt. Ich dachte, hier ist doch das Fertilized Rex Ark. Echt? Dann gib mir das mal bitte. Also ein Baby T-Rex machen die auch noch. Ich habe oben auch noch einen jugendlichen Drachen, sag ich mal. Drachen kann ich nicht mitnehmen. Dracheneier, das sind 120. Ey, die Brew, die muss ich mitnehmen. Oh, ja, ich nehme die mit. Ich nehme das Fleisch mit. Weil die Brew, die brauche ich nämlich noch. Die hab ich extra. Das Ding können wir noch abreißen. Das gibt noch, glaube ich, noch Kupuli mehr, oder? Ja, ich bin aber auch schon wieder irgendwie komplett. Ich nehme alles mit. Ich nehme den hier mit. Scheiße, ich bin zu schwer. Amper. Sag ich doch. Ah, ne, ich hab noch Stein und Holz. Weg damit. Dann. Warte mal, wer ist denn das hier? Das ist der Lupus. So, geht. Ah, der Lupus ist noch voll, ey. Mal gucken, ob ich das dann mitnehmen kann, weil dann würde ich den hier auf der Stelle töten. Und in seine Sachen dann in der, der kann ja dann in der neuen Base respawnen. Ja. Und dann kann der sich den Scheiß da wieder holen. Ich mach mal die Pflanzen oben kaputt und dann lassen wir den Scheiß einfach stehen, den Rest. Sieht zwar aus wie geradet dann, aber. Oh. Der Drache da oben steht ja natürlich göttlich. Welcher Drache? Der vom Pro. Ah, kam ich aber hoch. Warum kommst du hoch? Ja, weil seine scheiß Hände da mich immer runtergeschmissen haben. Achso. Hab ich den. Aber als Demolich, das sieht bei den Pflanzen richtig krass aus, ey. BAM! Richtig krasse, komische Explosion. Die schießen jetzt herum. Ich. Achso. Und das denn nicht? Ich hatte nur eine Pike. Eine Pike? Ach, geht das so schneller. So, Eric und Lupus sind down. Okay. Oben ist abgerissen. Unser eigenes Bett, eigentlich kann man da auch zerstören, oder? Dann mach ich das jetzt einfach mal, weil ich habe jetzt keinen Bock, die Scheiße alles abzureißen. Aufreißen geht aber schneller. Ja, und ich hab doch Zeit. Ich hab Zeit, ja. Die Fahnen lassen wir einfach und lassen das dann einfach so offen hier. Ja, die No Gaming und die Phoenix und die Chiller. Die Penisflagge. Der ist hier. Achso, den hast du ja eben gekillt. Also das ist doch was Schönes, oder? Wenn man hier spawnt und sieht dann direkt diese Flaggen. die Penisflaggen meinst du? Ja. Ja. Ich hab's also immer noch mit den. Da kriegt man doch direkt Lust zu spielen hier. Nein. Ja. Ey, nein, was ist denn da los? Wo? Die fliegende Wand. Was? Hier bei dir. Bei dir fliegt eine Wand. Über dir. Über mir? Da oben. Da oben. Da fliegt eine Wand. Da fliegt eine Wand. Warum fliegt da noch eine Wand? Da fliegt eine Wand, Scheiße. Da muss ich reinzoomen. Ist Magic? Das ist Magic. Reinzoomen. Ich hab Angst. Ich Crazy Crackers! Personal Owner Lupus Lustus. Ach, deswegen, weil der Lupus sie gebaut hat, glaube ich, oder? Eigentlich müsste die trotzdem einschüssen. Eigentlich müsste sie fallen. Der Lupus ist ein Zauberer. Das wusste ich gar nicht. Lupus Lustus. Vor allen Dingen, wo war die denn überhaupt platziert? Hier so? Kann ich weiß nicht, keine Ahnung, wie der die platziert hat. Ich weiß bloß, dass sie da nicht runter will und das irgendwie ist. Die steht aber voll schief, Alter. So, da hat niemand einer gebaut. Hier, das ist die einzige, die hier so komisch steht. Hier im Kühlschrank war doch noch Essen, oder? Hab ich rausgeholt. War kein Kühlschrank. Was? Halle. Brauchst du Essen? Noch nicht, aber bald. Ich meine, ich hab was in meinem Inventar. Ich hab noch ein bisschen was, aber wenn ihr jetzt praktisch hier so eine was hier ab, was passiert denn da? Gar nichts. Achso, weil die links und rechts gehalten werden, ja, ist klar. Ja. Also müsste man praktisch hier so ein Stück rausreißen. Warte mal. Ja, aber da kommst du nicht mehr hoch, ne? Du müsstest theoretisch jetzt alle unteren abmachen, dann zerfällt das ganze Ding in sich zusammen. Also meinst du hier unten die Foundations? Nein, die Wände. Alle Wände müssen nur weg, unten. Ach so. Und dann fällt das Ding in sich zusammen.
Hier, geh du mal raus. Ich will das mal bei dir im Video sehen, wie das so aussieht. Ja, ich muss. Das sind noch ein paar Wände. Aber das wird auf jeden Fall cool. Nee, eigentlich der Infram, der könnte auch die letzte abreißen. Ja. Der nimmt ja eh nicht auf, momentan. Da könnte der Infram die letzte abreißen. Ich muss mal kurz das Metall irgendwo reinlegen. Haben wir noch einen Drachen, der leer ist? Ja, wir haben hier noch ein paar Drachen. Ich hoffe. Ja, ich weiß nicht, wie viel meiner tragen kann. Weil ich glaub, der ist ziemlich voll. Meiner ist voll, da brauchst du nichts rein tun. Meiner? Also, wer fliegt denn eigentlich mit dem Brot, habe? Ich meiner bin mit dem. So viel. Ich bin mit dem vom Phoenix, glaube ich, geflogen. Hä? Achso, stimmt ja. Aber egal, warte mal, wir haben den Pros-Drachen, der kann viel tragen. Naja, der ist aber auch schon vor. Töts noch? Wo kommen die denn her? So viele Töts im Muni, wo? Huh? Ja, das war vielleicht irgendwo am Hochstehen. Wie viel sind da drin? Was? Warte. Eins, zwei. Achso, nimmst du den Rest? Drei. Warte, vier. Vier Töts sind da noch drin und ganz viel Muni. Und Metall und alles. Warte, ich guck mir das mal von hier an. Ja, warte, ich gehe da auch hoch. Okay. Ja. Ja. Der Penis da oben fällt auch in sich zusammen. Nein! Oh nein, der Penis fällt. Warum fällt der Penis jetzt? Mfram? Achtung! Boah! Alter! Was war das denn? Ich hab nur so einen Buff gesehen. Ja, ich auch nur. So ein Effekt, ne? So Smoke oder so. Hä? Ja, die ist weg, die Struktur. Hä? Ja, bei mir steht's. Bei mir ist sie noch da. Ja, bei mir auch. Du musst kann durchspringen. Ja, aber die ist weg. Krass. Was ist das? Warte mal. Jetzt. Das war zu viele Effekte. Jetzt hast du nur noch den Boden hier. Nice. Alter, ich habe nur so eine Rauchwolke gesehen. Ja. So irgendwie. Ja. Und dann puff. Alter, nein. Krass. Ja, dann lass mal zurück. Dann nehme ich das mal mit. Die ganzen Töts. Oh, Fleisch. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendein Super da drin. Schade, dass das beim Abreißen so krass lief. Was sollen wir mit den hier, weißt du, was wir machen? Ich stell mal die Dillos alle auf aggressiv. Die Dodos auch, stell mal die Dodos auf aggressiv. Wenn hier einer spawnt, stell dir das mal vor, der spawnt hier und dann auf einmal kommt so ein aggressiver Dodo und tötet ihn. Ja. So, das ist unsere neue Base. Müssen alle auf aggressiv sein, ja. Mussten ja umziehen, haben wir es mal eben gemacht. Und dann, hier ist mein kleiner Drache. Die Dodos sind schon am Kämpfen. Der ist am Wachsen. Gegen wen? Gegen Dodos. Dodos kämpfen gegen Dodos? Ja, die rennen hier. Oh. Ach du Scheiße, ich bin zu überladen. Ich hab eine Idee, damit wegen über Nacht und so, dann muss ich den jetzt am besten gekochtes Fleisch geben, das hält doch länger. Ja, yeah, warum? Wir machen einfach die Cooking-Pots voll und ich bin dann morgen früh wieder da. Ja, aber trotzdem. Der andere hat das auch über Nacht ausgehalten und ich bin ja jetzt auch noch ein bisschen länger da, bis um 3 oder so. Oder um 2. Ich mach das schon. Ja. Mach dir da mal keinen Kopf drüber. Ich hab den letzten auch groß gekriegt. Ja, ich weiß. Einer muss es doch machen. Weil der Kollege da gesagt hat, ich will den unbedingt züchten und dann auf einmal hat er sich verdrückt. Scheiße, aber ich bin zu sehr überladen. Mfram, kannst du noch was mitnehmen? Warte, cool. Wer hat denn mir die Dracheneier hier hingelegt, ey? Ich? Die kann ich ja essen. Die kann ich doch essen. Ja, warte, dann, die hab ich jetzt gefressen, scheißegal. Die Drachen legen alle 5 Minuten ein neues. Ja. Da hab ich hier 8 Stück jetzt erstmal gefressen, Alter. 8 Dracheneier, mir ist kurz übel, ey. Boah. Richtig Proteinshake. Ja, vor allem rohe, die sind ungekocht. Bah, ist das eklig. Ungekocht Dracheneier. Ausschlürfen. Das ist ja noch schlimmer als so ein Straußenei. So ein Straußenei ist ja schon verdammt riesig, ja. Ne, vom Inhalt, wie war das? 20 Eier oder so? Oder acht, mehr? 8 Eier waren das. 8 nur? Ja, das reicht aber auch. Ah ja, das reicht aber auch. das reicht vollkommen so. Oh, der D-Rex hat auch schon wieder ein Ei gelegt. Der Spino hat ein Ei gelegt. Ich fütter den, ich geb dem mal die ganze Zeit Fleisch. Ja, wir haben hier hinten die Trigger. Die Trigger. Oh, ich hab grad irgendwie jetzt entweder speichert der jetzt oder keine Ahnung, was der jetzt macht. Ich müsste mal noch einen männlichen Spino besorgen. Ja. Vielleicht handelt hier auch einer Eier. Ich hab ja sogar noch ein Ei, das kann ich dann beim nächsten Mal machen.
Wo ist eigentlich das T-Rex, ey? Das hab ich dir doch, hast du doch genommen. Achso, jetzt leckt's gerade, glaube ich, wieder. Ja. Ja. Der erste Kühlschrank war für Inkubierte, ne? Ja, genau, da ist auch mein Drachen ein. Jetzt könnte ich doch den. Oh ne, nicht auf den Quickslot. Ich hab gerade das Ei auf dem Quickslot. Nein! Das krasse ist an dem Drachenei, was da drin ist, das ist schon fast fertig. Drop-Item. Das muss. Das muss nur noch. Für 5 Minuten oder so raus. Das hier oben ist unser Inkubationsraum. Stehen 6 Lüfter und ein bisschen weiter auseinander, weil die Dracheneier so riesig sind. Ey, wie viel kann der denn nehmen? Das ist das Ei vom Nau noch, dieses Drachenei, was hier drin ist. Und da steht unser Obi-Rambo. Das ist abgefallen. Wer ist abgefallen? Das Ei ist abgefallen. Schnell einen Kühlschrank. Hol ein Arzt. Das Ei? Was? Wie? Wo? Welches Ei? Was für ein Abfall? Ich verstehe gerade gar nichts. Ach, du hast das T-Rex-Ei jetzt rausgelegt? Ah. Das habe ich da reingelegt kurz. Kann ich ja auch bis zuletzt inkubieren und dann wieder einen Kühlschrank und morgen früh dann ausbringen. Dann kommt das hier rein. Wie das hier, das sieht man schon fast fertig. Leben ist auch nicht mehr viel da, aber egal. So, was hat der? Ach so, ach du Scheiße, wo hatten denn die ganzen Tubits noch da drin? Ach so, ja, genau. Die wollt ihr durchbrennen? Sich eine eigene Base irgendwo bauen? Also wir haben jetzt in einem Tag jetzt diese verdammten Umzug gemacht. Ja. Hat uns natürlich wieder viel Zeit gekostet. Wir hätten natürlich viel. Ich komme hier nicht mehr raus. Hä? Ich stecke in der Tür fest. In welcher Tür denn? Ich bin zu fett geworden! Hast du auch Eier gegessen oder was? Nö. Ich weiß gar nicht in welcher Tür. Ach warte mal, hier komme ich ja endlich raus. Ich verwirr mich hier gerade irgendwie. Warum? Was machst du da? Hier hinten steht unser Vault und unser noch ein Fabricator für Munition. Das ist ja jetzt nicht alles rausgeholt, ne? Und da haben wir hier noch Generatoren, 2 Stück, versteckelt hinter Wänden. Psst. Oh, was will ich denn hier? Was? Das sind keine Generatoren. Nein. Was dann? Kühlschränke? Hinter Wänden versteckt? Ja. Die machen. Die sind ja das schlechte, das sind auch alte mit so. Achso. Scheiß Effizienzklasse. Doppel-C. Ja. Oder Herz oder so. Okay, ja, was machen wir jetzt noch mit dem Turrets, die wir haben? Achso, ich habe Admin-Cheats, das wisst ihr bitte, ne? Ich kann ihn nämlich hochlaufen. Warum geht's nicht mehr? Irgendwie kann der gerade gar nicht mehr laufen. Bist du schwer oder was? Nö. Er hat irgendwie voll Probleme. Beim Laufen. Er hat Laufprobleme. er hat eine Gehbehinderung. Wo stellen wir denn jetzt noch eine Turret her, ne? Ja, ich wollte eh noch welche. Ich will hier noch 4 Türme hinziehen an die jeweiligen Ecken. Da hinten habe ich schon angefangen, da steht schon ein Kreis. Da kommt dann noch eine unterirdische Leitung dahin. Und dann nach oben. Das ist einfach auch hier hin. Aber ich stelle die jetzt hier oben erstmal mit drauf. Einfach nach da. Für einen Agentavis, falls hier mal einer vorbeikommen sollte, sollte es reichen. Auf jeden Fall. So, ich muss mal meinen Sniper nachladen, sehe ich gerade. So, das machen wir den anderen. Boah. Was willst du denn? Oh nein, M-Form will wieder da drauf. Schon wieder einen Bademantel an. Meine Güte. Oh nein. Wenn der M-Form fragt, wo darf ich meine Rüstung ablegen, dann geht's los. Dann ist nur eine Sache, die ihn noch am Boden hält. Das ist die Scooper. Die zieht er dann an und dann sieht er aus wie der Bademeister. Also nicht wie unser T-Rex, sondern wie ein Bademeister. Und dann geht's ab, die Post. Ja, schon viele Tools hier, aber warte mal, ich habe hier vorne auch noch welche draufgestellt. Ja, der Protect hat noch Munition im Dingens gehabt. Habe ich schon rausgeholt. Alex, wo bist du? Ich bin oben auf dem Dach, warte mal, 50. Ich muss mal ganz schnell. Ich komme jetzt runter gehüppelt. Gehüppelt? Ja. Dann müssen wir aber Bindkugel aufziehen, falls Generator ausfällt. So, jetzt bin ich gleich unten. Warte. Wo bist du denn, Franz? In der Base. Achso. Ich spring gern mit dem Fallschirm, das ist lustig.
Vor allem mit dem gemalten BH. Mhm. Der ist schon wieder. Der schon wieder. Weißt du, wie das aussieht, ey? Ja. Das ist so eine Leggingshose und dann. Boah, ihr haut irgendwas. Ist einfach mir schlecht, Alter. Kann ich mal drauf gucken? Achso, was hier ist, weiß auch noch keiner, ne? Was? Das hier. Was? Oder? Was? Das. Die Dropzone. Achso, die Dropzone, ne, das weiß keiner. Können wir ja mal in einer späteren Folge machen. Warum bist du eigentlich so angemalt, Alter? Ich? Ja, du schon wieder? Pink. Du bist kann gar nicht pink. Sein. Du bist komplett. Mach mal einen Helm ab. Mach mal den. Kann gar nicht sein. Mach den Helm ab. Du sollst den Helm abmachen. Hä, bei mir ist nichts. Doch, ich seh dich, du bist komplett lila. Kannst du dir in der Folge angucken? Bei mir bist du komplett lila im Gesicht. Guck bei mir, ich bin nicht angemalt. Weil ja, der. Nicht angemalt. Der Arkon hat das erased bei mir, deswegen. Ich hab bei zu mir dem bist gesagt. Du nur lila. Ich hab zu dem gesagt, nimm mal den Pinsel und erase das mal, was der angemalt hat. Warte mal, ich nehme mal einen Pinsel. Keine Ahnung. Vielleicht, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist das auch wieder so ein Strukturenbug, aber bei mir bist du noch angemalt. Wenn ich das jetzt mache und erase, dann ist es bei mir jetzt auch weg. Keine Ahnung. Aber, keine Ahnung. Guck mal, meine Nase guckt sogar aus dem Helm raus. Voll komisch, ja. Bei mir guckt so ein Stumpen von der Nase raus. Ja, stimmt. So ein Strukturchen. Warte mal, ich nehme mal kurz das Fernglas und zoome mal näher ran. Ich zoome mal, ja. Guck, ich will mir das Ganze mal auch schon näher angucken. Wenn ich mal wüsste, wo mein Fernglas da. Na komm. Ja, stimmt, da guckt so ein kleiner Pixel aus. Warte mal. Also. Und oben am Kopf auch ein bisschen so. Ne, jetzt nicht mehr. Hier, doch, da guckt so ein Stück vom Pixel raus. Du hast so wunderschöne Augen. Das sieht total bedeutend aus. Der M-Pon, der macht mir Angst neben mir, ey. Warum? Nur wegen seinem BH und seiner Lederhose? Der guckt so komisch, der sieht so ganz komisch aus, wie der guckt. Guck mal, hier auch angemalt, so Augen und so. Mund und Augen. Wo? Oh, nee, das ist aus dem Schiff genug oder so. Da kriegt man ja Angst. Ich muss hier weg. Mama mia. Ich glaube, ich hau ab, Alter. Und beende auch hiermit dann die Folge. Man haut da rein. Ja, sieh zu. Ciao.